An einem grauen, stummen Herbsttage, an dem die Wolken drückend und schwer fast bis zur Erde herabhingen, war ich lange Zeit durch eine eigentümlich trübe Gegend geritten. Endlich, als schon die Abendschatten sich niedersenkten, sah ich das Stammhaus der Familie Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam. Gleich beim ersten Anblick der Mauern befiel mich ein unerträglich dumpfes Gefühl. Ich betrachtete das einsame Gebäude in seiner eintönigen Umgebung. Die kalten Mauern, die leeren, wie erloschene Augen starrenden Fenster, ein paar Büschel dürrer Binsen, die weißlich schimmernden Stämme verdorrter Bäume. Was mochte es sein, überlegte ich. Ja, was mochte es sein, das mich beim Anblick des Hauses Ascher so entnervend überwältigte? Diese bohrende Frage ließ mich mein Pferd an das steile Ufer eines finsteren, sumpfigen Teiches lenken, der in düsterer Reglosigkeit das Schloss umgab. Ich beugte mich vor, spähte ins Wasser und erblickte, von einem noch stärkeren Schauder geschüttelt, das auf den Kopf gestellte und verzerrte Spiegelbild der dürren Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der leeren, wie erloschene Augen starrenden Fenster. Und dennoch wollte ich in diesem nichts als Schwermut verbreitendem Hause einen Aufenthalt von mehreren Wochen nehmen. Der Besitzer des Schlosses, Roderick Ascher, war in meiner Jugend einer meiner liebsten Freunde gewesen. Doch es waren viele Jahre vergangen, seit wir uns zum letzten Male gesehen. Da hatte ich kürzlich, bei meinem Aufenthalt in einem abgelegenen Teil des Landes, einen Brief von ihm bekommen, in dem er mich mit folgenden Worten um meine Anwesenheit bat. Lieber Freund, sicher wirst du dich wundern, nach so vielen Jahren des Schweigens plötzlich ein Lebenszeichen von mir zu erhalten. Lebenszeichen? Ach, das Wort allein ist schon so hoch gewählt, denn wie könnte ich behaupten, das Leben, das ich führe, sei noch Leben zu nennen? Not leide ich nicht, nein, aber nun, ich glaube dir, meine augenblickliche Verfassung brieflich zu schildern, wäre ein zum Scheitern verurteilter Versuch. Darum und bei unserer Jugendfreundschaft bitte ich dich, komm, sobald deine Geschäfte es erlauben, zu mir auf mein Schloss. Vielleicht gelingt es dir, mir Erleichterung zu bringen. Dein Roderick Ascher. Ich flehe dich an, komm bald. Der Brief hatte mein bis dahin so geruhiges Leben wie ein Donnerschlag getroffen und mich tief erschüttert. Zwar wusste ich recht wenig über meinen Freund, obwohl wir in der Jugend geradezu vertraute Kameraden gewesen waren. Er hatte mir gegenüber von seinen persönlichen Angelegenheiten immer nur mit großer Zurückhaltung gesprochen. Eins aber stand für mich fest. Ich musste seiner Aufforderung unverzüglich Folge leisten, um ihm nach Kräften in seiner so geheimnisvoll furchtbaren Lage beizustehen. Eine der wenigen mir geläufigen Tatsachen war, dass seine sehr alte Familie seit undenklichen Zeiten wegen einer sonderbaren Reizbarkeit des Temperaments bekannt war. Außerdem wusste ich von dem merkwürdigen Umstand, dass der Stammbaum der Familie Ascher niemals eine ausdauernde Seitenlinie abgezweigt hatte, dass also die ganze Familie ihre Abstammung in direkter Linie herleiten konnte. Eine Folge dieser immer gleichbleibenden Übertragung des Erbes vom Vater auf den Sohn war zweifelsohne der Umstand, dass Name und Besitztum der Familie so miteinander verschmolzen waren, dass der ursprüngliche Name des Besitztums in die seltsame und doppeldeutige Benennung »Das Haus Ascher« übergegangen war, mit der die Bauern der Umgebung sowohl die Familie als auch das Stammschloss bezeichneten, vor dem ich jetzt stand. Ich betrachtete eingehend das Äußere des Gebäudes. Auf den ersten Blick war zu erkennen, dass es ein außerordentliches Alter besaß. Die Fassade erinnerte mich stark an reiche Holztäfelung, die lange Zeit, von keinem äußeren Lufthauch berührt, in einem verlassenen Gewölbe gelegen und ihr stattliches Aussehen bewahrt hat. Außer den leichten Anzeichen von Verwitterung bot das Schloss nirgendwo Spuren von Baufälligkeit. Vielleicht jedoch wäre einem scharf prüfenden Blick ein kaum bemerkbarer Riss aufgefallen, der an der Vorderseite des Gebäudes vom Dach im Zickzack die Mauer durchlief, bis er sich im trüben Wasser des Teiches verlor. Während ich noch diese Einzelheiten betrachtete, ritt ich auf einem kurzen Dammweg hinauf zum Haus. Ein Diener, der auf mich zu warten schien, nahm mein Pferd
und ich selbst trat unter den gotisch gewölbten Bogen der Halle. Sofort wurde ich hier von einem Kammerdiener in Empfang genommen. Mr. Poe? Der bin ich. Sie werden von seiner Lordschaft erwartet, Sir. Gestatten Sie, dass ich Sie zu ihm führe. Durch dunkle und gewundene Gänge ging der schweigsame Lakai mir voran. Endlich verlangsamte er seine Schritte und machte vor einer Türe Halt. Das Arbeitszimmer seiner Lordschaft. Erleichtert trat ich ein, denn der Weg durch die düsteren Gänge hatte schon wieder dazu beigetragen, jenes unbestimmte Gefühl des Grauens in mir zu verstärken. Der Raum, in dem ich mich nun befand, war sehr groß und hoch. Durch die vergitterten Scheiben der gotischen Spitzbogenfenster drang ein schwacher, rötlicher Schimmer, gerade hinreichend, die hervortretenden Gegenstände des Zimmers einigermaßen erkennbar zu machen. Die Wände waren mit dunklen Teppichen bekleidet. Die Einrichtung schien im Allgemeinen reich, doch nicht behaglich. Sie war altmodisch und an vielen Stellen schadhaft. Einige Bücher und Musikinstrumente lagen zerstreut umher, ohne jedoch die unheimliche Öde des Gemachs zu beleben. Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die gramgeschwängert war. Ein Hauch düsterer, kalter, nicht zu bannender Schwermut lastete hier auf allem. Schau dich nur um. Ich hoffe, es gefällt dir bei mir. Fast fuhr ich zurück. Aus dem Halbdunkel hatte sich ein Schatten gelöst und kam mir langsam entgegen. Es war Sir Roderick Usher. Aber, mein Gott, noch nie hatte sich ein Mensch in so kurzer Zeit so furchtbar verändert wie er. Nur mühsam wollte es mir gelingen, in dieser gespenstischen Gestalt da vor mir den Gefährten meiner Jugend wiederzuerkennen. All die charakteristischen Einzelheiten seiner Züge, große, leuchtende Augen, schmale, schön geschwungene Lippen, die Nase von edelstem Schnitt, das schön gebildete Kinn, sein seidenweiches Haar und die breit ausladenden Schläfen, all diese Einzelheiten waren nun auf einmal derart verschärft hervorgetreten, dass ich fast zweifelte, ob er es wirklich war. Am meisten war ich erschreckt über die gespenstische Blässe seines Gesichts und das schon unnatürliche Glänzen seiner Augen. Das seidige Haar hatte er ungewöhnlich lang wachsen lassen. Wie seltsames Spinnengewebe umrahmte es sein Gesicht, und vergebens bemühte ich mich, dies verschlungene Arabeskengebilde nur für einfaches Menschenhaar zu halten. Mein allerliebster Freund, ich bin überglücklich, dass du gekommen bist. Setz dich doch. Ich muss dir natürlich gleich... Bitte starr mich nicht an, als wäre ich ein Gespenst. Gespenst? Ja, was unterscheidet Roderick Usher noch von einem Gespenst? Das wirst du dich sicher fragen, wenn... Aber nein, ich freue mich, dich... Was? Soll ich das glauben? Ach, verzeih meine Unleidlichkeit. Du musst nämlich wissen, dass mir... Oh. Nein, nein, nein. Oh. Was ist? Kann ich dir... Schon vorbei, Freund, schon vorbei. Es war nur ein Schauder, der mich jetzt immer häufiger... Setz dich endlich! Verzeih, ich leide unter nervöser Angegriffenheit. Hoffentlich geht sie bald wieder vorüber. Weißt du, lieber, was mir das Leben so unerträglich macht, ist die krankhafte Verschärfung aller meiner Sinne. Ja, die Verschärfung meiner Sinne. Nur ungewürzte, fade Speisen sind mir erträglich. Als Kleidung kann ich nur ganz bestimmte Stoffe tragen. Jeder Blumenduft ist mir zuwider und Licht. Selbst das Schwächste quält meine Augen. Ach, diese Töne! Diener! Eure Lordschaft, Befehl? Habe ich dir grausam im Schafskopf nicht befohlen, die Uhr abzustellen, auseinanderzunehmen oder von mir aus zu zerstören? Sehr wohl, eure Lordschaft. Sehr wohl, du weißt genau, dass die Schläge der Uhr mich wahnsinnig machen, mit Entsetzen erfüllen. Och, aufhören! Aufhören! Ich kann's nicht mehr ertragen! Ich werde es nie... Schau!
Endlich Ruhe. Lass uns allein. Sehr wohl, Eure Lordschaft. Oh, furchtbar. Siehst du, lieber Freund, ich kann keinerlei Tonklänge mehr anhören, ohne von Schmerz, von Schreck und Grauen gepeinigt zu werden. Nur Musik von Saiteninstrumenten ist mir erträglich geblieben. Ach, ich werde sterben an dieser beklagenswerten Torheit. So und nicht anders werde ich untergehen. Ich fürchte keineswegs irgendeine Gefahr, sondern nur ihre unvermeidliche Folge. Den Schrecken. Roderick. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich sage dir, ich fühle deutlich, dass in diesem entnervten, grauenvollen Zustand früher oder später die Zeit kommen wird, wo ich Vernunft und Leben verlieren werde. Aber vielleicht... Verlieren im Kampf mit dem grässlichen Hirngespinst Furcht. Oh. Vielleicht, mein Guter, wäre es das Beste für dich, dieses Haus eine Zeit lang zu verlassen. Wie? Ja, ich sehe nämlich wohl, dass seine ganze Atmosphäre in der Tat etwas Furchteinflößendes hat. Nein! Nein, nur das nicht. Es ist mein Schicksal, dieses Haus nicht mehr zu verlassen. Und daran wirst du mich nicht hindern. Du bestimmt nicht. Ach, verzeih mir, du musst verstehen. Ein Ascher darf das Haus seiner Väter nicht im Stich lassen. Ein jahrhundertealtes Gesetz. Aber wenn die Einhaltung dieses Gesetzes so sehr dein Wohlbefinden belastet, so müsste... Ach, es ist nicht nur das Haus, mein Lieber. Was mich viel mehr belastet, ist quälend allein daran zu denken, die schwere lange Krankheit meiner geliebten Schwester. Sie, die einzig noch verbliebene Verwandte auf Erden und einzige Gefährtin langer Jahre, sie geht unaufhaltsam der Auflösung, dem Tod entgegen. Horch! Da kommt sie. Ohne meine Anwesenheit beachtet zu haben, hatte Lady Magdalene, so hieß seine Schwester, wie ein Gespenst den Raum durchschritten und uns dann wortlos wieder allein gelassen. Der Schauder, der mich überflog, sollte mich von nun an nicht mehr verlassen. Die sonderbare Krankheit der Lady Magdalene, die der Kunst der Ärzte so lange Zeit Rätsel aufgegeben hatte, sollte wenig später ihr Ende finden. Nachdem mein Gastgeber und ich noch bis in den späten Abend eine mehr als schleppende Unterhaltung geführt hatten, bei der Ascher seinen Blick immer und immer wieder wie gehetzt in Richtung auf die Gemächer seiner Schwester hatte schweifen lassen, war ich schließlich auf das mir angewiesene Zimmer am Ende des einen Schlossflügels gegangen und hatte mich zur Ruhe begeben. Schlaf jedoch konnte ich nicht finden. Zu sehr waren meine Gedanken mit der sonderbaren Gemütsverfassung Roderick Ushers beschäftigt. Da, es mochte kurz nach Mitternacht sein, hörte ich plötzlich hastige Schritte sich meiner Tür nähern. Ich fuhr hoch. Dann wurde die Tür aufgerissen und er stand vor mir. Roderick Usher, schreckensbleich und am ganzen Körper zitternd. Es wird geschehen. Was? Lady Magdalene? Sie... Ja, es geht mit ihr zu Ende. Und das Schicksal muss seinen Lauf nehmen. So erfuhr ich, dass der flüchtige Anblick, den ich von Ushers Schwester gehabt hatte, wohl auch der letzte bleiben werde, dass ich Lady Magdalene, wenigstens lebend, nicht mehr erblicken würde. In den folgenden Tagen wurde ihr Name weder von Usher noch von mir erwähnt. Ich war sehr bemüht, meinen Freund seiner Schwermut zu entreißen. Wir malten und lasen zusammen, oder ich lauschte wie im Traum seinen seltsamen Fantasien auf der Gitarre. Einmal zeigte Ascher mir ein sonderbares Gemälde, das er in einer schlaflosen Nacht geschaffen hatte. Hier, schau. Das Bild ist einem Albtraum nachgemalt, der sich fortwährend und immer öfter des Nachts bei mir einstellt. Die Zeichnung zeigte das Innere eines unendlich langen, rechtwinkligen Gewölbes oder Tunnels,
mit niedrigem, glatten, weißen Mauerwerk, das sich endlos hinzog. Durch gewisse Einzelheiten im Bild wurde angedeutet, dass dieses Gewölbe sehr tief unter der Erde lag. Nirgendwo war eine Öffnung zu erblicken. Weder eine Fackel noch sonst eine andere Lichtquelle beleuchtete den Raum. Dennoch durchgleiste das Ganze ein Meer greller Strahlen und erfüllte alles mit übernatürlicher, geradezu gespenstischer Helligkeit. Nun, du empfindest Furcht, nicht wahr? Ja, es kann nicht anders sein, denn... Nicht so laut! Ja. Sir, verzeihen Sie. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das ist gut, danke, du kannst gehen. Sag den anderen Bescheid. Der Diener hatte sich entfernt. Da fuhr sich Usher wild durch die Haare. Ach, ich kann's noch nicht glauben. Was tue ich ohne sie? Oh Gott, muss es so kommen, wie ich es weiß? Du, sag doch etwas. So frag mich doch. Ja, Du sprichst von Lady Magdalene? Ist sie jetzt... Usher, was ist mit dir? Antworte! Natürlich ist sie tot. Was hast du erwartet? Wir werden sie begraben. Wirst du mir behilflich sein? Natürlich wirst du. Nichts sollst du versäumen. Komm! Wenig später schritten wir über lange Korridore und Treppen hinter dem Sarg der Magdalene Usher her. 6 schwarz vermummte Diener zogen die einstige Herrin auf ihrem letzten Wege. Wortlos stiegen wir über unendlich viele Stufen und Treppen immer tiefer und tiefer, als Usher unvermittelt das Schweigen brach. Du wirst dich fragen, warum wir sie nicht gleich im Freien beisetzen. Später, vielleicht später. Doch einstweilen müssen wir sie in einer der vielen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Schlosses aufbewahren. Es kann nicht anders sein. Die ungewöhnliche Art ihrer Krankheit verlangt das. Auch stellte der Arzt bei ihrem Tod so viele Fragen, die mich nun, die es erforderlich machen, ihren Körper noch nicht der abgelegenen, einsamen Begräbnisstätte der Familie anzuvertrauen. So, Freund, wir haben das Ziel erreicht. Setz den Sarg ab. Und nun lasst uns allein. Als die Diener fort waren, holte Usher einen riesigen Schlüssel hervor, mit dem er die vor uns liegende Tür aus massivem Eisen öffnete. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen unheimlich kreischenden, scharfen Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Nun hilf mir, den Sarg hineinzutragen. Gib Acht, dass deine Fackel nicht verlischt. Die Gruft ist sehr lange nicht geöffnet worden. Ja, es herrscht eine drückende Atmosphäre. Dumpfig, stickig. Das Gewölbe liegt tiefer unter der Erde als jeder andere Raum des Schlosses. Es hat früher als Verlies gedient. Lass mich noch einen Blick auf die Verstorbene werfen, da mir der Anblick der Lebenden kaum vergönnt war. Bitte. Wir schoben den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig zur Seite und blickten in das Antlitz der Ruhenden. Die Züge wiesen eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen Aschers auf. Er schien meine Gedanken erraten zu haben, denn er murmelte, Sie hat zu mir gehört, wie es Engel nicht möglich ist. Waren Zwillinge unmöglich zu sagen, wer wen mir geliebt hat. Danach schwieg er. Und bald wandten sich unsere Blicke wieder von der Toten. Es war unmöglich, sie längere Zeit zu betrachten, ohne von einem gewissen Grauen ergriffen zu werden.
Die Krankheit, der Lady Magdalene in ihren besten Jahren zum Opfer gefallen war, hatte auf Hals und Gesicht eine gewisse schwache Röte hinterlassen und dem Mund ein tückisch lauerndes Lächeln gegeben, das den Tod so schrecklich erscheinen lässt. Hastig schoben wir den Sargdeckel wieder zurecht, schraubten ihn fest, und nachdem wir die eiserne Tür geschlossen hatten, bemühten wir uns auf schnellstem Wege, die kaum weniger düsteren Räume des oberen Stockwerks zu erreichen. Nachdem ein paar Tage tiefster Trauer vergangen waren, trat in der Geistesverwirrung meines Freundes eine bemerkenswerte Änderung ein. Die gewohnten Beschäftigungen vernachlässigte oder vergaß er. Unsicheren, ziellosen Schritts irrte er von Zimmer zu Zimmer. Die Blässe seiner Züge war noch gespenstischer geworden. Der feurige Glanz der Augen dagegen war ganz erloschen. Sprach er, so wurden seine Worte untermalt von einer zweiten Melodie des Zitterns und Schwankens, als hätte namenloses Entsetzen ihn gepackt. Und es gab Augenblicke, in denen ich allerdings glaubte, sein erregter Geist kämpfe mit irgendeinem drückenden Geheimnis, das zu gestehen er nicht den Mut finden könne. Manchmal traf ich ihn an, während er stundenlang ins Leere starrte, mit dem Ausdruck höchster Wachsamkeit, als lausche er auf irgendein eingebildetes Geräusch. Alle Rätsel, die mir in den vergangenen Tagen aufgegeben waren, sollten in der siebten Nacht nach der Bestattung Lady Magdalenes in der Gruft ihre Auflösung erfahren. Ein sich ankündigender Sturm ließ mich keinen Schlaf finden, und während die Stunden unendlich langsam dahinkrochen, bemühte ich mich, dem wieder in mir aufsteigenden Gefühl von Grauen und Furcht Herr zu werden. Vergeblich. Immer stärkere Windböen trieben ihr unheimliches Spiel mit den Vorhängen und den Wandteppichen in der Nähe des Fensters. Mir brach der Angstschweiß aus. Ich richtete mich jäh im Bett auf, und jetzt, war es Täuschung oder Wahrheit, jetzt vernahm ich unter dem Tosen des Windes weit entfernte, sonderbar dumpfe Laute. Entsetzt sprang ich aus dem Bett und warf mir hastig meine Kleider über und ging rastlos im Zimmer auf und ab. Da plötzlich hörte ich ein leises Pochen an meiner Tür. Ja? Wer da? Ich bin's. Ascher. Ah, Roderick, gut, dass du kommst. Du siehst, dass auch ich noch keinen Schlaf fand. Kein Wunder in solch einer Nacht. Ja, in solch einer Nacht. Du hast es nicht gesehen? Was? Komm zum Fenster hier. Und was siehst du? Unheimlich. Der Sturm peitscht die Wolken auf das Haus zu, über dem sie dann schwer lastend verharren. Und dort, ja, alle Dinge dort draußen glühen im unnatürlich hellen Licht eines Nebeldunstes, der sich um das Haus gelagert hat. Ein wunderschöner Anblick, oder nicht? Was da vor sich geht, ist ungemein beruhigend. Roderick, ich bitte dich, und wie siehst du aus? Roderick, komm fort vom Fenster. Du darfst das nicht sehen. Diese Naturerscheinungen sind nichts Außergewöhnliches. Elektrische Ausstrahlungen des Gewitters. Ich werde das Fenster schließen. So. Und nun werde ich dir ein wenig vorlesen. Wir wollen gemeinsam diese schreckliche Nacht hinter uns bringen. Danke dir. Ja, lies mir vor. Lass mich vergessen. Vergessen, was mir heute Nacht droht, hier mit unaufhaltsamer Macht auf mich zukommt. Lies aus Ihrem schwarz eingebundenen Buche dort. Aus diesem hier? Ja, es ist der Mad Trist von Sir Lancelot Canning. Mein Lieblingsbuch. Die altertümliche Heldengeschichte? Du wirst es nicht verstehen, aber in letzter Zeit spüre ich mehr und mehr, dass dieses Buch eine große, unheimliche Bedeutung für mich haben wird. Beginne bei der Stelle, wo Ethelred, der Held, sich gewaltsam Zugang zu der Hütte des Einsiedlers verschafft. Nun gut. Hier. Da wollte Ethelred nicht länger Zwiesprache mit dem Einsiedler halten, sondern, da der Regen schon auf ihn herabprasselte und er das nahende Unwetter fürchtete, ließ er sein Schwert auf die Planken der Tür niederfahren, die alsbald auseinanderbarsten. Um vollends in die Behausung zu gelangen,
packte nun seine gepanzerte Hand das ihr entgegenstarrende Holz, zerbrach und zerstieß es und riss alles auseinander, dass von dem Lärm der ganze Wald aufs fürchterlichste widerhallte. Was war das? Geräusche aus einem entlegenen Teil des Hauses, die nur zu gut zu dieser Stelle passen. Wie meinst du das? Nun, also ich fahre fort. Aber wie erstaunte der kühne Held Ethelred, als er jetzt in die Türe trat. Nicht der Anblick des tückischen Einsiedlers erwartete ihn, sondern der eines fürchterlichen, schuppigen Drachen. Feuersprühend bewachte das Ungeheuer den Eingang zu einem goldenen Palast mit silbernem Boden. An der Mauer hing ein Schild mit der Inschrift: Wer immer will eindringen hier, töten muss er das Untier, so wird ihm zufallen das Zauberpanier. Und Ethelred schwang sein Schwert, und mit einem Hieb zerschmetterte er dem Drachen den Schädel. Das Ungeheuer brach zusammen und stieß ein so schreckliches und gellendes Geheul aus, dass Ethelred sich gern die Ohren zugehalten hätte vor dem grässlichen Laut, wie er ähnlich nie zuvor vernommen wurde. Was? Hast du das wieder gehört, Roderick? Was sind das für grauenerregende Geräusche? Roderick, was ist mit dir? Gut, ich werde dir weiter vorlesen. Jetzt entsann sich der Held des stählernen Schildes, dessen Zauber nun gebrochen war. Mutig schritt er auf die Wand zu, woran das Panier hing. Als Ethelred sich jedoch auf 5 Schritt genähert hatte, da stürzte der stählerne Schild mit ungeheuerlichem Schmettern auf den Silberboden hinab. Grauenvoll! Was ist das? Roderick! Diese grässlichen Geräusche! Woher kommen sie? Roderick, hast du es nicht gehört? Es nicht hören? Oh ja, ich höre es wohl und habe es gehört. Lange, 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 viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es schon gehört. Aber ich Elender, ich wagte nicht zu reden. Wir haben sie lebendig ins Grab gelegt. Vor vielen Tagen schon hörte ich ihre ersten schwachen Regungen im Sarge. Und jetzt, heute Nacht, Ethelred! Das Aufbrechen von des Einsiedlers Tür, der Todesschrei des Drachen und der dröhnende Klang des Schildes. Sagen wir doch lieber, das Zerbersten ihres Sarges, das Kreischen der eisernen Angeln ihrer Grabtür. Und jetzt, kämpft sie sich qualvoll vorwärts durch den kupfernen Bogengang des Gewölbes. Oh, wohin soll ich fliehen? Gleich wird sie hier sein. Sie eilt herbei, mir meine Eile vorzuwerfen. Nicht schon ihre Tritte auf der Treppe? Kann ich nicht schon das schwere und dumpfe Pochen ihres Herzens hören? Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie in diesem Augenblick draußen vor der Türe steht. Als läge in der übermenschlichen Kraft seiner Worte eine Zaubergewalt, so öffnete sich jetzt die riesige Ebenholztür, auf die der Sprecher hinzeigte, wie ein schwarzer Höllenrachen. Es war nur die Folge einer gewaltigen Sturmböe gewesen. Aber da, hinter den Türflügeln, erschien leibhaftig die hohe, in ihre Leichentücher gehüllte Gestalt der Lady Magdalene Usher. Blut schimmerte auf dem weißen Gewand, und überall an ihrem abgezehrten Körper waren die Spuren eines zähen Kampfes zu erkennen. Einen Augenblick blieb sie zitternd und schwankend auf der Schwelle stehen. Dann taumelte sie mit einem tiefen Stöhnen ins Zimmer auf den Körper ihres Bruders zu und riss ihn in heftigem Todeskampf tot mit sich zu Boden. Roderick Usher war den Schrecken zum Opfer gefallen, die er vorausempfunden hatte. Wie gehetzt entfloh ich aus diesem Zimmer, aus diesem Hause. Draußen raste der Sturm noch mit voller Wut. Da, als ich den alten Teichdamm überquerte, schoss plötzlich ein grelles Licht über den Weg. Ich blickte zurück. Das Schloss war getaucht in den gespenstischen Glanz eines untergehenden, blutroten Mondes. Er beleuchtete besonders jenen kaum bemerkbaren Riss, der vom Dach des Hauses im Zickzack herunterlief.
Während ich noch hinstarrte, erweiterte sich der Spalt mit unheimlicher Schnelligkeit. Da durchtoste die Luft ein gewaltiger Stoß des Wirbelsturms. Ich sah die mächtigen Schlossmauern auseinanderbersten. Es folgte ein langes, donnerndes Getöse, wie von tausend Wasserfällen. Dann schlossen sich die Wasser des tiefen, dunklen Teiches zu meinen Füßen, finster und schweigend, über den Trümmern des Hauses Ascher. Froschhüpfers Rache. Zu der Zeit, in der die Erzählung spielt, galt es an den Königshöfen noch als Selbstverständlichkeit, sich einen Narren zu halten. Auch der König meiner Erzählung, der als gefühlloser Tyrann bekannt war, besaß einen solchen Spaßmacher. Als es nun eines Tages eine große Festlichkeit am Hofe vorzubereiten galt, sprach der König zu seinen beiden Leibministern: Wir sollten den Narren zu Rate ziehen. Der Zwerg hat schon viele gute Vorschläge für vergangene Feste gemacht. Ein guter Gedanke, mein König. Allein durch seine Anwesenheit und seine tollpatschige Art wird das missgestaltete Wesen größte Heiterkeit unter den Gästen stiften. Den Namen Froschhüpfer, den wir ihm gaben, trägt dieser Zwerg zurecht. Die Freundin des Zwerges allerdings, die versteht sich zierlicher zu bewegen. Wir sollten auch sie rufen lassen. Sehr richtig. Diese Tripetta kann vorzüglich tanzen. Vorzüglich. Ach, und außerdem soll auch sie das Fest mit vorbereiten. Eigentlich, mein König, eigentlich passt die hübsche Kleine gar nicht zu Froschhüpfer. Nicht wahr, mein König? Das Einzige, was sie gemein mit ihm hat, ist der Zwergenwuchs. Nun ja, sie scheinen sich seit frühester Kindheit zu kennen. Schon damals waren sie unzertrennlich, als ich sie von dem Kriegszug gegen jenes weit entfernte Land mitbrachte, das ihre Heimat war. Ja, ich erinnere mich genau. Wisst ihr noch, mein König, wie wir die zwei gefangen nahmen? Es war ein Hauptspaß. Genug gelacht. Lass nun nach den Narren rufen. Sofort, mein König, sofort. Hey, Diener! Zu Befehl! Froschhüpfer soll vor dem König erscheinen. Zu Befehl! Aber schnell! Und Tripetta ebenfalls. Und bringt uns Wein! Viel Wein! Bald darauf standen die beiden kleinen Freunde vor der Tafelrunde des Königs. Aha. Da sind ja unsere winzigen Künstler. Komm her, Froschhüpfer. Leere diesen Becher. Der Wein wird dich erleuchten. Wir brauchen Ideen von dir. Irgendetwas Neues, Außergewöhnliches. Die morgige Maskerade soll alle Feste in den Schatten stellen, die wir bisher feierten. Und nun trink. Los, sage ich dir. Trink! Mein König, ich... Trink! Oder ich vergesse mich. Ich weiß, Wein ist dir verhasst. Na los! Na also, warum nicht gleich so? Seht, mein König, seht der Missgeburt kullern Tränen in den Becher. Und jetzt, wie er die Augen verdreht, der Zwerg verträgt den Wein nicht. Da seht ihr, was ein Glas guten Weines vermag.
Vor dankbarer Rührung über die Großmut seines Herrschers glänzen ihm die Augen. Hey, du sollst mitlachen, Froschhüpfer. Mitlachen sollst du. Sehr gut. Und nun, mein hübsches Knäbchen, an die Arbeit. Du weißt, dass alle anderen am Hofe schon ein Kostüm für die Maskerade besitzen. Nur ich und meine beiden Minister noch nicht. Sage uns jetzt, welche Rollen wir diesmal spielen werden. Vorwärts, vorwärts, du Zwerg. Ist dir noch nichts eingefallen? Ich bin bemüht, mir etwas Neues auszudenken. Mein König hört, wie ihm der Wein die Zunge schwer macht. Bemüht, sagst du? Wie meinst du das? Oh, ich sehe, du bist schlecht gelaunt und brauchst mehr Wein. Da, nimm. Ich... Was? Du willst nicht? Trink, sag ich dir, oder der Teufel soll dich... König, mein König, schone ihn! Leichenblass hatte sich Trippetta dem König genähert und sich ihm zu Füßen geworfen. Die Verblüffung über diese Kühnheit raubte dem Tyrannen einen Augenblick die Sprache. Doch dann fasste er sich, stieß sie rot zurück, dass sie zu Boden stürzte, und schüttete ihr den Inhalt des übervollen Bechers mitten ins Gesicht. Eine halbe Minute war es so totenstill, dass man eine Feder hätte fallen hören können. Da wurde das Schweigen durch ein leises, aber scharfes, anhaltendes Geräusch unterbrochen, das gleichzeitig aus jeder Ecke des Zimmers zu kommen schien. Aufgebracht wandte sich der König an Froschhüpfer. Warum machst du den Lärm da? Der Zwerg jedoch schien sich plötzlich von seiner Betrunkenheit ganz erholt zu haben. Er blickte den Tyrannen fest, doch ruhig an und sagte, Ich? Wie könnte ich das getan haben? Nein, ich glaube, jenes Geräusch kam dort vom Fenster. Der Papagei hat nämlich seinen Schnabel an den Käfigstäben gewetzt, mein gnädigster König. Seht selbst. Mag sein. Aber ich hätte meine Ritterehre darauf geschworen, dass du, Vagabund, mit den Zähnen geknirscht hast. Köstlich, Majestät, belieben zu scherzen. Doch, mein König, du ließest mich rufen, um dir Vorschläge für die Maskerade machen zu lassen. Allerdings ist dir endlich etwas eingefallen. Ja, ich weiß zwar nicht, welche Ideenverbindung mich darauf gebracht hat, aber gleich nachdem Majestät das Mädchen geschlagen und ihm den Wein ins Gesicht gegossen hatten. Nichts weiter davon. Also gleich nachdem Majestät das getan und während der Papagei jenes merkwürdige Geräusch am Fenster machte, erinnerte ich mich plötzlich eines prächtigen Maskenscherzes, den man oft in meiner Heimat aufführte. Hier jedoch wird er völlig neu sein. Großartig! Seht ihr, Majestät, es hat sich gelohnt, das Urteil des Narren einzuholen. Es scheint so. Doch nun erzähle, Froschhüpfer, was ist das für ein Streich? Wir nennen es die drei aneinander geketteten Orang-Utangs. Orang-Utangs? Das sind doch wilde Affen! Na, köstlich! Oh ja. Es ist wirklich ein ausgezeichneter Scherz, wenn er gut durchgeführt wird, mein König. Wir werden ihn schon durchführen, du Zwerg. Der Hauptspaß dabei ist der Schreck, den er den Damen bereitet. Ausgezeichnet. Famos. Großartig. Köstlich. Warum eigentlich sollen die Orang-Utans aneinander gekettet sein, Froschhüpfer? Nun... Die Ketten haben den Zweck, durch ihr Geklirre die Angst und Verwirrung zu steigern. Es wird so aussehen,
als seien sie alle auf einmal ihren Wärtern entflohen. Majestät können sich die Wirkung kaum vorstellen, wenn bei einer festlichen Maskerade plötzlich drei aneinander gebundene Orang-Utans erscheinen. Die ganze Gesellschaft wird sie für wirkliche Tiere halten, wenn sie mit wildem Geschrei in die Menge der vornehmen und prächtig gekleideten Damen und Herren hineinrasen. Der Gegensatz ist unbeschreiblich. Ja, das machen wir unbedingt. Das wird der größte Spaß werden, den wir je aufführten. Und nun an die Arbeit, Froschschöpfer. Schaff uns die Affenkostüme. Es ist höchste Zeit. Du weißt, morgen Abend ist die Maskerade. Und fallen die Kostüme nicht zu unserer Zufriedenheit aus, so muss dein hässlicher Kopf rollen. Am nächsten Tag, kurz vor Beginn des Festes, hatte Froschhüpfer seine sonderbare Arbeit abgeschlossen. Das Verfahren, den König und seine Minister in Orang-Utans zu verwandeln, war äußerst einfach. Doch entsprach es den Absichten des Narren bestens. Er und Trippetta hatten den König samt Ministern zuerst in eng anliegende Hemden und Hosen aus Wollzeug eingenäht. Dies tränkte man mit Teer. Danach wurde eine dichte Schicht Flachs auf die Unterlage geklebt. Die drei so kostümierten Männer sahen nun in der Tat bestialisch aus. Und da man seinerzeit in der zivilisierten Welt wirkliche Orang-Utans nur vom Hörensagen her kannte, war mit Recht zu vermuten, dass keiner der Festgäste die Echtheit dieser Tiere nur einen Augenblick anzweifeln würde. Der Zwerg ließ jetzt eine lange Kette herbeischaffen. Sie wurde zuerst dem König um den Leib geschlungen und dann fest verhakt. Das gleiche geschah mit den zwei Ministern. Als man damit fertig war, zog Froschhüpfer den Rest der Kette als Durchmesser noch zweimal über Kreuz durch den Kreis, den die aneinander Gefesselten bildeten. Majestät, wir sind fertig. Doch erlaubt mir noch einen Vorschlag. Wartet mit eurem Erscheinen im Festsaal bis Mitternacht. Recht hast du. Die Geisterstunde wird die Unheimlichkeit des Spaßes noch vergrößern. Der große Festsaal, in dem das Maskenfest stattfinden sollte, war kreisrund, sehr hoch und empfing sein Licht nur durch ein einziges im Mittelpunkt der Kuppel befindliches Fenster. Nachts jedoch, und besonders zu nächtlichen Festen wurde der Raum benutzt, erhielt er das Licht von einem großen Kronleuchter, der an einer Kette von der Mitte des gewölbten Fensters herabhing und wie üblich von außen durch ein Gegengewicht herauf- und hinuntergezogen werden konnte. Der König hatte es Trippettas erprobtem Geschmack überlassen, den Raum auszuschmücken. In einigen Dingen jedoch hatte sich das Mädchen den Anordnungen ihres Freundes unterworfen. Darum war der Kronleuchter entfernt worden, und statt seiner erleuchteten nun zahlreiche Fackeln von den Wänden her das festliche Treiben. Die drei Orang-Utans warteten mit ihrem Erscheinen geduldig bis Mitternacht. Kaum jedoch war der 12. Glockenschlag verhallt, da stürzten sie unter Gebrüll und Kettenrasseln in den überfüllten Saal. Des Königs Herz erfüllte sich mit unbändiger Heiterkeit, als er das entsetzte Angstgeschrei vernahm, das sich augenblicklich unter den Gästen erhob. Die werden uns alle töten! Mein Ritter kommt her! Beschützt mich! Wo sind Waffen? Hat denn keiner ein Schwert bei sich? Nein, nein, der König hat das Waffentragen beim Fest ausdrücklich verboten! Die Tiere kommen her! Ja,
Alle Türen sind fest geschlossen. Hilfe! Als der Tumult aufs Höchste gestiegen war und jeder nur daran dachte, sich in Sicherheit zu bringen, hätte man bemerken können, dass die Kette, an der sonst der Kronleuchter hing und die man nach dessen Entfernung aufgezogen hatte, ganz allmählich herabgelassen wurde, bis ihr Endhaken nur noch 3 Fuß von der Erde entfernt war. Bald darauf befanden sich der König und die 2 Minister, nachdem sie den Saal in jeder Richtung durchtaumelt hatten, in dessen Mittelpunkt und so auch in fast unmittelbarer Berührung mit der Kronleuchterkette. Als sie so standen, ergriff der Zwerg die Kette und sofort wurde durch irgendeine unsichtbare Kraft die Kronleuchterkette so hoch hinaufgezogen, dass der Haken von unten nicht mehr erreichbar war. Gesicht an Gesicht die Orang-Utans jetzt schwebend in der Luft. Die Gesellschaft hatte sich inzwischen von ihrem Schrecken und der anfänglichen Verblüffung erholt und betrachtete das Ganze nun als einen gut ausgedachten und vorbereiteten Scherz. Frag doch den Narren, sicherlich weiß er mehr als wir. Ja, da ist er ja. Froschhüpfer! Ja, ihr Leute, überlasst mir diese Affen. Ich glaube nämlich, ich kenne sie. Wenn ich sie nur einmal recht betrachten könnte. Ich würde euch schon sagen können, wer sie sind. Und darum Platz gemacht. Um Himmels Willen! Der Affe springt ja über unsere Köpfe hinweg zur Wand! Oh, was hat denn der Nano vor? Keine Angst, der tut euch nichts! Da, jetzt hat er eine Pappe herausgerissen und springt wieder zurück! Ja, und jetzt ist er schon wieder bei den Affenmasken! Vorschimpfer! Er klettert an ihnen vor! Ja, nun ist er schon über ihnen! Und jetzt klettert die verrückte Missgeburt schon an der Kronleuchterkette in die Höhe! Sieh doch nur, er leuchtet der nächsten Bestie ins Gesicht! Ruhe, jetzt ruft er uns etwas zu! Ich sage euch, ihr Leute! Ich werde sehr bald heraushaben, wer sie sind! Während ein schriller Pfiff des Narren das Gelächter der Maskengesellschaft verstummen ließ, schnellte die Kronleuchterkette etwa 30 Fuß in die Höhe und zog die geängstigten, zappelnden Orang-Utans mit empor. Die Gäste waren über das Hinaufziehen der Kette so verblüfft, dass eine minutenlange Totenstille herrschte. Da ertönte plötzlich wieder das leise, scharfe, knirschende Geräusch, das dem König am Vortage so sonderbar aufgefallen war, als er Trippetta den Wein ins Gesicht geschüttet hatte. Doch jetzt konnte kein Zweifel mehr darüber herrschen, wo der Laut herkam. Er kam von den fangartigen Zähnen des Zwerges, der schäumenden Mundes mit ihnen knirschte und mit dem Ausdruck wahnsinniger Wut in die aufwärts gewandten Gesichter des Königs und seiner beiden Minister starrte. Ah! Allmählich wird mir klar, wer diese Leute sind. Bei diesen Worten näherte er, als wolle er den König noch genauer betrachten, seine Fackel der Flachshülle, die jenen umgab. Während die Menge unten wild aufschrie, nötigten die immer heftiger werdenden Flammen den Narren bald, die Kette noch weiter hinaufzuklettern. Erneut verstummte die Menge. Ich sehe jetzt deutlich, was für Leute sich hinter diesen Masken verbergen. Es ist ein großer König mit seinen beiden Leibministern. Ein König, der es wagte, ein schutzloses Mädchen zu misshandeln. Und ich... Ich bin nur Froschhüpfer, der Narr. Und dies hier
ist mein letzter Scherz! Bei der leichten Brennbarkeit des Flachses und des Teers, woraus die Kostüme der Orang-Utans bestanden, war das Werk der Rache schon vollbracht, als der Zwerg seine kurze Rede kaum beendet hatte. Der Krüppel kletterte gelassen zur Decke empor und verschwand durch das Kuppelfenster. Man nimmt an, dass Tripetta, die auf dem Dache des Kuppelsaales stand, die Mitschuldige bei diesem schauerlichen Racheakt ihres Freundes gewesen ist. Und dass die zwei zusammen in ihre Heimat geflohen sind. Denn beide wurden niemals mehr gesehen.